So Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Outland. In der letzten Folge haben wir ganz gut Progress gemacht. Und, ouch, gehen jetzt einmal weiter, würde ich sagen. Ah, Mann. Man merkt, ich habe das Spiel schon ein paar Tage nicht mehr gespielt. Muss erstmal wieder voll reinkommen. Ich hoffe, das wird was. So. Was haben wir denn hier? Ich bin da eindeutig zu weit reingegangen. Hier wechsle ich dann einmal auf Ruhe. Ich denke mal, vielleicht kommen wir heute, aber hier waren wir doch auch schon, oder? Warte mal. Ne, wir müssen rechts nach oben, okay. Aber doch, warte doch mal. Hier waren wir doch schon. Ja, ich habe in der letzten Folge das Spiel beendet. Das heißt, ja, neu geladen und der hat anscheinend irgendwie einen älteren Speicherpunkt geladen. Oder er hat nicht gespeichert, als ich wollte, dass er speichert. Kann alles möglich sein. Kein Problem und auch das Herz möchte ich. Wir machen eine Ehrenrunde. So, und ich habe auch mal das Spiel etwas leiser gemacht. Weil ich habe gemerkt, dass die Spiele das Spiel etwas lauter war und jetzt hat mich dieser Erfolg richtig aus der Bahn gebracht. Aber kein Problem. Das sollte ja nicht viel gewesen sein, dass wir jetzt hier nochmal neu spielen. Und wenn doch, kein Problem, wird die Folge etwas länger. Aber das hatten wir alle schon, das weiß ich. Autsch. Oh ne, gegen euch will ich mich gar nicht anlegen. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie euch besiegen. Ah, doch. Es ist nicht mehr weit. Mann. Aber man sieht, ich sollte erstmal wieder ins Spiel reinkommen. So, jetzt bekomme ich dich aber. Hier war doch auch noch Bonus-Stuff, oder? So, genau. Autsch. So. Nicht. Oh, hier müssen wir aber schnell runter. Oh mein Gott. Goodness. Oh my goodness. Oh my goodness. Ah, stimmt. Hatte ich das nicht in der letzten Folge auch? Weil ich gesagt habe, warum nehme ich nicht die andere Farbe? Zwei Herzen. Und wie mir auch, glaube ich, in den Kommentaren geschrieben worden ist, in die Nähe stampfen, genau.
dann kriegen wir die auch weg. Und hier sind wir drunter. Dann sind wir gleich auch wieder an dem Punkt angelangt, wo wir die letzte Folge auch beendet haben. Genau, nämlich hier. Aber ich bin doch da in diesen Speicherdings reingegangen. Warum hat das nicht gespeichert? Ah, keine Ahnung. Und haben wir jetzt den Schmetterangriff. Der Kill. Und wollte gerade fragen, ob jetzt aufhört, ey. Ich hab das gut gewechselt. Oh man, damn bro. Geh auf Seite. Hier haben wir auf jeden Fall einen neuen Schmand. Ich schau mal an, was es hier gibt. Da oben kommen wir auf jeden Fall hin zu einem weiteren Helm. Ich habe mir die erste Folge mal angeguckt und ich habe gesehen, wir haben irgendwo im Anfangsbereich irgendwas vergessen. Das heißt auf Deutsch, dass wir sehr wahrscheinlich die 100% nicht mehr bekommen werden. Muss ich jetzt dahin? Muss ich einmal nur hier mit runter? Okay, ja. Aber jetzt komme ich da nicht mehr hin, oder? Außer ich mache vielleicht einen Wandsprung. Ich versuch's mal. Oh, klappt doch. Kein Problem. Ich würde dann einfach sagen, wir nehmen das mit, was wir bekommen. Und das, was wir nicht bekommen. Das ist zwar schade. Okay, es ist jetzt auch ein Spiel, was nicht so jeden interessiert. Deswegen, wie gesagt, was bist du denn? Deswegen, wie gesagt, wir nehmen das, was wir bekommen können. Wie besiegt man den? Aha. Wir haben uns einen Schmetterangriff. Aber das ist nur für ein Leben, ne? Okay, ganz habe ich den Gegner jetzt nicht verstanden. Aber er ist besiegt. Und das ist nice. Du helfen, das war du. Okay, das sieht cool aus. So. Genau, wir sind blau, wir kommen da durch. Wir kriegen auch zum Glück Leben wieder, also. Okay, Leben von mir, danke. Warte mal, da kommen die blauen Dinger auch hin. Oh Mann. Da muss man immer ganz schön aufpassen. Blau wird geballert. Jetzt hören die auf und jetzt nach oben. Nein. Okay, aber so kommen wir darüber. Ich hab's verstanden. Euch nicht sagen, warum auch immer dieser Soundpack ist. Warum komme ich da jetzt nicht hin? Also eindeutig, wir müssen hier
rot bleiben und hoch. Aber nicht wieder runter. Oh mein Gott, zum Glück hat er noch ein Leben gedroppt. Okay, da unten sammeln wir weiter. Und hier ist Bonus-Stuff. Kann man auf jeden Fall machen. Wir gehen auch ganz gut Cash, ich glaube. Und ich hoffe ebenfalls, dass wir hier bald ein Leben dazu bekommen. Damit können wir die Gegner easy zerbomben. Das war nett gelöst und ich dachte gerade erstmal hier unten. Wäre irgendwas drin? Okay, das war jetzt nicht so, wie ich es erhofft habe. Aber wir sind durch. Boah. Wir sind auch erst durch. Ne, muss ich das in der Luft? Das war ein schöner Kombo. Und das ist fast ein Tod. Okay, hier müssen wir jetzt eine Bombe rüberbringen. Reicht nicht. Nein! Okay, wir müssen ja gar nicht viel neu machen. Aber es gibt vieles, was wir uns eigentlich sparen können. So. Tack. Tack. So, das sollte ein guter Rhythmus sein. Oh, nicht schlecht. Okay, das finde ich auch nice, wenn wir Leben full haben. Geh mal weg. Ich finde diese Kombos so cool. Du geh kaputt. Bumm. Der hätte mich fast gelangt, ey. Boom. Jetzt bin ich ja genau reingerutscht. Nein! Oh, okay, Wand ist kaputt. Boah. Oh. Oh, das hält das ab, ne? Okay. Rot, blau, weiter. Hm, die Rätsel werden auf jeden Fall sehr anspruchsvoll. Warum darfst du so schnell lang? Hier ist die nächste Wächtertür. Kommen wir schon in der nächsten Folge zum nächsten Wächter? Ah, ich will da aber erstmal hoch.
glaube, da müssen wir von oben runter. Genau, und jetzt kommen wir hier nämlich in den Bereich. Autsch. Hoch, hoch. Das war jetzt nicht so professionell. Aber hier, den Weg haben wir frei, sicher. Oh, tut mir leid. Ah. Da kickt Heuschnupfen ein bisschen. Ja, wir haben jetzt ja Ende März. Und da ist immer so die Zeit, wo es bei mir ein bisschen anfängt. Nur das Geld. Oh Mann, ich habe jetzt das Geld verschwendet. Oder das Leben, eher gesagt. Und wie viel hast du bitte ausgehalten? Das ist Crack. Und hier oben haben wir noch einen Helm. Ich finde 13 von 42 schon ganz nice. Also wir haben den größten Teil auf jeden Fall. Boah, mein Gott. Oh, hier haben wir nochmal einen Verfolger. Okay, naja, ich wollte auf Nummer sicher. Okay, wir sind jetzt einfach gerade durchgelaufen. Und jetzt haben wir Energielevel Nummer 2 erreicht. Oh, und der schießt so ekelhaft rum. Okay, es war aber klar, dass wir jetzt dann mal sterben. Und ich glaube auch nicht mehr, dass wir da so cool durchkommen. Ah Mann, warum bin ich gesprungen? Ich hätte da nochmal gut durchkommen können. Hier heißt es jetzt auf jeden Fall mehr aufpassen. Hier ist auf jeden Fall blau. Hier können wir so durch. Kommen da nicht hoch, ne? Was haben wir hier unten? Ah, hier haben wir eine Abkürzung. Okay, true. Die Abkürzung gefällt mir. So, aber hier haben wir doch was. Nein? Sah ich da noch aus? Mein Leben auffüllen. Ja, ich denke, nach und nach kommen wir immer mehr Richtung zweiten Wächter. Da. Und zweiter Wächter heißt nicht, dass es direkt einfacher wird. Da muss ich. So. Da oben scheint nirgendwas zu sein. Wo kriege ich das hin? Hier das kaputt zu machen? Sollte eigentlich, ne? War jetzt nicht schwer. Aber war schon cool. Und für jedes Geld, was wir uns hier nehmen dürfen, vor allem sowieso, ne? Man kann sich oben da eigentlich wieder full healen und sich dann da das Geld rausnehmen. Ah, jetzt ist schon wieder egal. Dieser Tonfehler, ey. Na, aber kein Problem, das soll uns nicht stören. Und ich habe auch gesehen, in der dritten Folge war... Oder allgemein das Bild
Material war sehr laggy. Da hat an dem Abend, als ich das aufgenommen habe, irgendwas mit der Internetleitung bei uns nicht gestimmt. Heute ist es besser, deswegen. Ah. Okay, das ist alles cool, das ist alles cool. Ja, ich wollte gerade sagen, ich hätte. Ja, ich hätte das Herz behalten sollen. Denn jetzt wären wir wieder full life. Ach, egal. Wenn wir den Wächterschlüssel haben sollten, können wir uns ja eh, da an dem Kristall nochmal Leben wiederholen. Und dann, ich habe gesehen, da oben ist ein Helm. Und dann kämen wir trotzdem full life. Du, geh mal da weg. Danke. Oh Mann, warum mache ich jetzt hier denselben Fehler? So komme ich da nicht hoch, ne? Nee. Und ich bin jetzt gleich Death. Das überlebe ich nicht. Vor allem, wenn man so was Blödes macht. Ah, muss ich viel wiederholen? Glaube nicht. Ich bin gesprungen. Ich weiß, was jetzt lasse ich denn. Ich glaube, takt hier. Ich lasse mich so zum Treffen. Mann. Ich hatte schon eindeutig bessere Aktionen in dem Spiel und allgemein. Aber warum gehe ich auf Rot, Mann? Warum habe ich im falschen Moment alle zwei blöde Herzen wegnehmen lassen? Ich frage mich, warum man nicht rutschen kann und dann wieder abspringen kann. Ja, wie willst du das machen? Da schön schnell sein. Tack, tack, tack. Weg, weg, weg. Ich bereue es bestimmt wieder. Das ging diesmal. Sehr gut. Und hier scheint immer ein Leben zu sein, ne? Was ich vielleicht als Backup hierfür nutzen sollte. Hier ist ja noch alles blau, das ist kein Problem. Machen wir es einfach so. Auch wenn es vielleicht nicht so gedacht ist und ich so nötig, dass ich da nochmal einen Hit kassiert habe. Und greift doch schneller an. Okay, wie kommen wir denn dahin? Ich denke mal, vielleicht später mit einem Doppelsprung, falls es den gibt. Oh, das kommt mir. Alter. Ugh.
Okay, mit der Bildkonstellation, da war ich gerade sowas von überfordert. Ich schau mal, ob es hier nicht vielleicht noch Bonus gibt. War das eine Korb-Herausforderung? Okay, jetzt alles nur Bonus. Koop-Herausforderungen machen wir nicht. Ich habe leider niemanden, der dieses Spiel besitzt. Oder auch niemanden, der sich jetzt neben mich setzen würde und das mit mir machen würde. Okay. Nee, warte mal. Da ist die Richtung, wo wir... Okay. Wir gehen jetzt durch. Ey. Was soll ich da machen? Ich bin ja sowas von mich überfordert. Ja, den Bonus holen wir uns, wenn wir das da geschafft haben sollten und oben erstmal speichern können. Versuche jetzt noch so viel Leben wie möglich durch. Okay. War nicht bad, geht aber besser. Okay, jetzt können wir uns da droppen lassen. Ja, wenn da beide Farben ineinander sind, wir gehen einfach durch. What else? Wir überleben das, haben da vorne den Speicherblock. Ich frage mich, wie man das normal schaffen soll. Ja komm, mit 3 Leben können wir uns den Bonus hier gönnen. So, dann sehe ich auch schon, die Folge neigt sich langsam schon wieder zum Ende. Immer sehr traurig, wenn es langsam heißt, Abschied zu nehmen. Aber Leute, wir sehen uns doch morgen die nächste Folge. Kommen wir hier runter? Nope. Und da ist der Wächterschlüssel. Dann würde ich sagen, wir gehen noch zur Wächtertür. In der nächsten Folge fangen wir dann schon mit dem Wächter an. Das hört sich doch nach einer guten Idee an. Ach, und hier sollten wir später. Ich verstehe. Das ist da, wo ich vorhin gesagt habe, so, wie kommt man dann dahin? Das Spiel ist gemein. Lass den nicht wegfliegen. Der kann auch arschgemein werden, der Gegner. Um hier explosivfreudigen. Aber ich glaube nur, der ist dafür da, wenn wir runterfallen sollten, dass er uns behindert. Oh, Geld und ein Leben haben sich gelohnt. Alter! What? Wenn wir jetzt hier schon so riesige Spinnen haben, kriegen wir hier schon einen Spinnen-Boss-Gegner oder was? What? Was hält der aus? Aber ich hab doch... Ich muss dran denken, dass ich auch meine Y-Fähigkeit habe, dass ich einen starken Angriff machen kann. Betäubt den Mord. Der füllt mir ja fast gar nichts an. An dieser Y-Fähigkeit.
Wo ich. Ah, Schmetter, Schmetter. Nenn es einfach Schmetter, Tobi. Es fällt mir gar nichts von der Schmetterfähigkeit auf. Den haben wir aber schön besiegt. Ich habe mal Angst, wenn das so langsam runtergeht, dass da irgendwie so starke Gefahren sind. Und ja, ich wäre da eigentlich runtergesprungen, hätte dann ein Full auf den Deckel bekommen. Und hier waren wir doch schon, oder? Genau. Und da kommen wir schon. So, hier hatten wir die Bombenrätsel. Die sind allgemein nicht schlecht, genau. Und hier. Einmal aufladen. Nochmal so ein Speicherpoint. Auch wenn ich jetzt hier unnötig ein Herz verloren habe, aber ja, Leute, dann geht's in der nächsten Folge mit dem Wächter weiter. Und ich kann nicht erkennen, was es ist. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Und wenn ihr nicht verpassen wollt, dass die Folge online ist, lasst ein Abo da und drückt auf die Glocke, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Bis dann und ciao.